Bon après-midi, Monsieur, Dame, certain sacre de la chorale. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcastes ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Buch gekauft vom französischen Staatsverlag Larousse, Advanced Dictionary, New Edition, French, French English, Anglais Français, 400.000 Translations. Das ist dieses Buch hier. Und es gibt einen Kulturteil in der Mitte, der heißt Cultural Supplement, Le Cahier Culturel. Und in dem Kulturteil werden Milestones of the French Language, Jalons de la Langue Française aufgeführt. Und ich bin angekommen bei Latin, the Language of the University, Le Latin, Langue Universitaire. Der Text ist auf Englisch und Französisch und ich versuche das in beiden Sprachen vorzulesen. Latin, the language of the university. Throughout Europe up until the 16th century, university teaching was conducted in Latin rather than in the vernacular. Here a Parisian teacher delivers a commented reading of a text. Here a Parisian teacher delivers a comment reading of a text. Und jetzt auf Französisch. Le latin, langue universitaire. Jusqu'au 6e siècle, dans toute l'Europe, l'enseignement universitaire a été assuré en latin et non en langue vulgaire. Vulgaire. En langue vulgaire. Ici, un maître parisien donne en latin la lecture commentée d'un ouvrage. Und was mir besonders gut gefällt an diesem Mittelteil, und deshalb halte ich ihn auch für so wertvoll, es gibt Abbildungen von Originalquellen. Es sind oft Bilder. Und da sieht man den Maître Parisien, wie der seine Vorlesung hält. Ich zeige das mal gerade in die Kamera. Hier unten. So. Da gibt es auch noch einen Text zu auf zwei Sprachen. A teacher at the University of Paris, miniature taken from Chronicle de Saint, from the Chronicle of Saint-Denis, also aus dem Chroniken von Saint-Denis. Aus dem Archiv von Saint-Denis. Un maître de l'Université Paris, miniature extraite de Chronique de Saint-Denis. So. Es geht weiter mit Elegant Conversation. Parlez élégamment. Das ist aber jetzt nicht der Fall, also tschüss.